Yvonne Schröder spricht über die problematischen Umstände der Geburt. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin bringt am 5. Juni einen Sohn zur Welt. Nach der Ankunft ihres dritten Kindes macht sie auf Social Media eine kurze Babypause. Deutet allerdings an, dass nicht alles reibungslos verläuft. Nun meldet sich die 33-Jährige endlich bei ihren Fans zurück. Und verrät, sie ist während der Entbindung Corona-positiv. Ja, es mal auf den Punkt zu bringen, ich wurde bei der Geburt positiv auf Corona getestet. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, wie es mir dabei ging. Ein erster Schnelltest ist negativ. Anschließend macht die Schwangere in der Klinik noch einen PCR-Test. Das Ergebnis kommt 24 Stunden später. In der Zeit hatte ich schon ambulant entbunden und hatte auch eine sehr, sehr schöne und schnelle Geburt. Das kann ich euch auch mal in Ruhe erzählen. Am nächsten Tag überbringt das Gesundheitsamt ihr und Ehemann Tim die schlechten Nachrichten. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe. Ich habe mein Neugeborenes auf dem Arm gehabt. Ich stille, mir gingen so viele Gedanken durch den Kopf, was passiert mit dem Kleinen. Ich habe Panik bekommen. Sie bricht nach der niederschmetternden Diagnose in Tränen aus. Für mich waren, ich habe auf jede Kleinigkeit geachtet, natürlich ganz besonders bei meinem kleinen Schatz. Doch weder sie noch ihr Baby zeigen Symptome. Auch ihr Mann und die anderen beiden Kids sind nicht betroffen. Anschließend geht es für die ganze Familie in Quarantäne. Als sich Yvonne im Netz zurückmeldet, ist die Isolierung gerade vorbei. So, der erste Tag in Freiheit, vor allem der erste Spaziergang. Es fühlt sich so gut an. Der kleine Schatz kam ja auf die Welt in der gleichen Quarantäne. Bei ihrem ersten Update teilt die Influencerin aber auch schöne Momente mit ihrer Community. Als das Model über seinen Familienzuwachs plaudert, gerät es ins Schwärmen. Unser kleiner Schatz ist auch sowas von lieb und brav und tiefenentspannt. Also das kann man gar nicht glauben, nachdem der eigentlich so dolle immer meinen Bauch Party gemacht hat und getreten hat. Wie lange er schon schläft nachts, das darf ich euch gar nicht verraten, das ist einfach nur ein Traum. Sie sind alle mega happy und genießen die Zeit zu fünft. Wir haben uns das so sehr gewünscht und jetzt ist einfach der Moment und die Zeit da. Und es ist so schön, die Kinder gehen auf, wir gehen auf in unserer Rolle. Die Erleichterung bei der frisch gebackenen Dreifachmama ist riesig. Zumal es nicht die erste Schocknachricht ist. Während der Schwangerschaft bilden sich am Kopf des Fötus Zysten. Doch der Frauenarzt kann die Reality-TV-Bekanntheit beruhigen. Diese verschwinden wieder. Wenige Tage später gibt die Schwangere auch schon ein erfreuliches Update. Die erste Zyste ist komplett weg, die zweite nur noch leicht zu sehen. Nach diesen ganzen Hürden freut sich Yvonne nun umso mehr, dass ihre Liebsten alle gesund sind.